Ich bin hier in Iserlohn bei Andreas Winter. Ich freue mich da riesig drüber, denn er ist ein absoluter Supercoach, Mentor, Diplompädagoge, Autor. Alles, was das Herz begehrt, und man kann ganz, ganz viel von ihm lernen. Sieht man ja auch in der Sendung. Müssen macht müde, wollen macht wach. Und du hast ganz tolle Angebote zusammengeschnürt für unsere Zuschauer. Zum Beispiel eine Motivationsstunde. Wie motiviert man denn andere? Man sagt doch immer, man kann sich nur selber motivieren. Wie motivierst du die anderen? Wie motiviere ich andere? Also der Trick besteht eigentlich darin, dass ich einem Menschen helfe zu verstehen, wofür soll ich jetzt eigentlich die Klassenarbeit schreiben, am Fließband arbeiten, für meine Führerscheinprüfung üben, und zwar nicht rational, sondern emotional. Das ist so ein bisschen so wie, als Kinder haben wir laufen gelernt, nicht indem wir uns überlegt haben, wie mache ich das eigentlich mit der Balance und den Muskeln, sondern wir haben etwas gesehen, das kann was Banales gewesen sein, die Oma mit dem Kuchentablett oder ein Stuhl, der Fernseher, und das reichte aus, um zu sagen, da will ich hin. Da will ich hin, kostet es, was es wolle. Es war also eine emotionale Priorität. Man muss also wissen, wir haben zwei Gehirnhälften und die sind nicht miteinander befreundet. Der Verstand sagt, wir machen das so, wie ich das für richtig halte. Und das Gefühl sagt, du kannst nicht mal, ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Und das Gefühl gewinnt immer. So, und wenn in dem Gefühl jetzt aber Sorgen und Ängste, und oh, das schaffe ich nicht, und das ist anstrengend, wenn die da verarbeitet werden, dann kriege ich als Ergebnis, das schaffe ich nicht, das ist anstrengend. Wir müssen also dafür sorgen, dass das positive Gefühl, wofür tue ich das, was habe ich davon, wofür lohnt es sich jetzt mal, mich auf den Arsch zu setzen, für meine Prüfung zu üben oder was auch immer, was habe ich davon, das sind die Möhre an der Angel. Und damit motiviert man sich dann im Grunde genommen von ganz alleine. Man verändert die emotionalen Prioritäten und dann läuft es. Ich meine, du machst das jetzt, ich glaube, über 30 Jahre. Das heißt, du hast richtig tiefenpsychologisch geforscht, was der Mensch braucht, um sein Leben zu verändern. Das heißt, das, was du sagst, könnte man sich irgendwie selber zurechtdenken. Aber du bist tatsächlich der wahrscheinlich die richtigen Ansätze findet, um bei dem Menschen die Veränderung dann oder die Motivation rauszuholen, oder? Es ist natürlich immer leichter, Klavier zu spielen, wenn man Klavierlehrer hat. Man kann es sich auch selber irgendwie beibringen. Habe ich ausprobiert, geht tatsächlich, ist aber tatsächlich ein bisschen mühselig. Man muss sich was zurechtfummeln. Mit einem sprechenden Spiegel, und das bin ich als Coach, ist es viel einfacher. Das heißt, wir können die Wege abkürzen. Ich bin ja nicht derjenige, der dann deine Ziele erreicht oder der für dich Klavier spielt. Du bist das ja selber. Ich zeige dir nur die Abkürzung. Und das ist eben das Besondere an dem, was ich mache. Ich sage, es ist alles in dir. Es ist nur blockiert mit Glaubenssätzen. Kann ich nicht, geht nicht, ist verboten, weiß ich nicht, bla 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 bla. Und ich sage, lass uns doch mal schauen, stimmt das überhaupt? Stimmt es wirklich, dass Abnehmen so anstrengend ist? Das stimmt nur, wenn du nicht weißt, warum nimmt ein Mensch eigentlich überhaupt zu? Wir denken nämlich immer, das hätte mit Essen zu tun. Ist es eigentlich wirklich anstrengend, eine Prüfung zu bestehen? Nein, ist es nur, wenn du denkst, der Prüfer will prüfen, ob du was kannst. Der will doch gar nicht prüfen, ob du was kannst. Der will wissen, ob du bei der Prüfung bestehst. Das muss man also alles wissen. Und da steht meine Erfahrung, das sind über 3 Jahrzehnte, tatsächlich im Grunde genommen als Werkzeugkasten zur Verfügung. Und das macht die Sache dann auch so, ja, so greifbar, so knackig für den. Du hast uns ein tolles Angebot mitgebracht. Das ist eine Motivationsstunde im Endeffekt mit dir. Eine Stunde lang. Ich habe es schon geguckt. Ist super. Das ist einmal das, was du für unsere Zuschauer. Bist du so gut drauf. Yes! Ah, okay. Natürlich. Und du hast es gerade schon angesprochen. Mal ganz ehrlich, Ladies und Gents. Pandemie, paar Kilos mehr. Wir wollen alle irgendwie abnehmen. Und verdammt nochmal, Andreas, ich finde auch, man denkt immer, es ist so schwer, es ist so schwierig abzunehmen. Du sagst tatsächlich, abnehmen ist leichter als zunehmen. Sehr provokante These. Was steckt dahinter? Also ich kann ja nichts dafür, dass es leichter ist, einen Baum zu verbrennen, als ihn wachsen zu lassen. Ich kann nichts dafür, dass es leichter ist, 2 schwere Koffer einfach abzustellen, als sie aufzunehmen und rumzuschleppen. Abnehmen ist deswegen leichter für den Körper, weil zum Zunehmen muss er erstmal eine Reihe von Hormonen ausschütten. Und da muss es den Befehl für geben. Das heißt, da sind Glaubenssätze, da sind Konditionierungen, da sind Ängste. Zum Abnehmen muss er mit dem Quatsch einfach nur mal aufhören. Der Körper nimmt von ganz alleine ab. Ich meine, wir essen alle das Zigfache von dem, was wir brauchen. Gemessen an
Naturvölkern, und ich meine nicht hier aus den Hungergebieten, ich meine ganz normale Naturvölker, verbrauchen wir einen Bruchteil von der Energie, fressen aber wie die Wahnsinnigen. Wir müssten alle schwer adipös sein, wenn man durch so viel Essen zunehmen würde. Es steckt etwas ganz anderes dahinter, warum wir zunehmen. Das muss man als erstes mal klären. Warum hast du überhaupt zugenommen? Und dann hat man den Schlüssel, ach, und so kann ich abnehmen. Es ist im Grunde genommen wie ein Knochen, der heilt. Der Körper macht das von ganz alleine. Da müssen wir es gar nicht einmischen. Wir müssen nur aufhören, ihn zu sabotieren. Und das weißt du, wie das geht. Du hast uns ein Mega-Angebot gemacht. Ein Coaching mit dir. 3 Stunden, ist das richtig? Erzähl mal, was die Leute da bekommen. Also das ist ein Online-Coaching, nicht vor Ort. Sonst wäre es noch viel, viel teurer, weil es individuell ist. Da sind wir in einer Preiskategorie, da sagen viele Leute, nee, das ist mir, da bleibe ich lieber adipös. Gut, mein Segen, ich mische mich da nicht ein. Ich bin kein Guru, ich bin kein Missionar. Ja. Ich sage, jeder muss entscheiden, womit er, ist er happy. Aber so ein Online-Coaching, das ist auch sehr intensiv, aber eben nicht individuell. Das heißt, man muss so ein bisschen seine Hausaufgaben für sich machen. Da helfe ich einem aber auch bei. Und da zeige ich einem Menschen erstmal ganz genau, warum hast du überhaupt zugenommen? Was steckt da eigentlich hinter? Wir denken immer, es hätte mit Essen zu tun. Nein, es hat mit einer bestimmten Angst zu tun und mit Glaubenssätzen. So, das ist das Erste. Und dann machen wir 2 intensive Traumreisen. Das heißt, ich muss ja nicht den Verstand des Klienten erreichen. Der sagt, ja, weiß ich. Das bringt uns aber keinen Schritt weiter. Der weiß auch, dass eine Spinne nicht gefährlich ist und dass das Flugzeug nicht abstürzt. Trotzdem denken wir, so, ich brauche die andere Gehirnhälfte. Ich brauche die emotionale Gehirnhälfte und das ist die eigentliche Kunst und da verstehe ich auch nicht, warum viele Coaches diesen Joker eigentlich verschenken. Es gibt wahnsinnig talentierte Coaches, die machen geile Ursachenanalysen, aber die arbeiten nur mit dem Verstand des Klienten. Und ich sage, vergiss doch den blöden Verstand. Der hat doch überhaupt keine Ahnung, wie du laufen gelernt hast. Der quatscht eh immer nur dazwischen, oder? Genau, und zwar mit den Stimmen unserer Eltern auch noch. So, wir brauchen also die Gehirnhälfte, die fürs Zunehmen gesorgt hat. Die dafür gesorgt hat, dass wir überhaupt Angst kriegen. Das ist die emotionale. Und das ist eben das Besondere an dem, was ich da mache. Und das machen wir in diesem Online-Coaching. Und das geht sehr unter die Haut. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich empfehle immer, wenn du einfach nur so ein bisschen abnehmen möchtest, damit du in der Disco besser aussiehst, dann mach das Coaching nicht bei mir. Dann ist einfach 2 Tage lang nichts und dann hast du den Effekt auch hin. Ich räume den Keller auf. Du holst die Leichen und schaffst sie weg. Genau. Aber das ist auch das Besondere an dir, oder? Aber ohne Happy End geht keiner nach Hause. Ich will die Leute ja nicht ärgern, sondern ich will ihnen helfen, dass sie ein Muster durchbrechen. Und da bist du wirklich auch der Richtige für. Ich meine, wir kennen uns jetzt seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so. Und ich habe schon viele tolle Sachen bei dir erlebt. Ich freue mich, dass du den Zuschauern von Buddha bei die Fische so eine tollen Angebote machst. Vielen, vielen Dank. Und Leute, es gibt eine Sache, die kann keiner für euch regeln. Ihr müsst es tun. 3 Buchstaben. Ansonsten bleibt alles wie gehabt. Aber mit Andreas haben wir jemanden Guten an unserer Seite, dass es wirklich klappen kann. Aber tun, dich anmelden und das buchen, das musst du und mitmachen auch. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, Andreas. Ach, dann werden wir alle schön schlank und motiviert, oder? Wenn man Bock drauf hat. Richtig. Macht's gut.